Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal ein Aquarium-Update vom Meerwasser-Aquarium. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich die PVC-Rohre verklebt habe. Und danach kam ein Video, wie ich Wasser habe reinlaufen lassen und danach das Video war, wie ich die ersten Fische eingesetzt habe. Leider habe ich mir für einen Automaten eine neue, oder was heißt leider, ich habe mir für einen Automaten eine neue Überwachungskamera gekauft. Da habe ich dann die SD-Karte zum Test von dieser Kamera reingemacht und auf Formatieren gedrückt. Somit waren die Videos weg. Ja, dann wusste ich nicht, wie ich so richtig weitermachen soll. Und heute gibt es dann ein Update, wie das Aquarium jetzt aussieht, nach ungefähr, ich glaube 6 Wochen oder was steht das jetzt. Und ja, ist zwar doof gelaufen, aber ich würde sagen, ein Update gibt es trotzdem. Viel Spaß mit dem Video und let's go. Ja, und zwar sieht es so aus. Mittlerweile ist der Unterschrank auch verkleidet. Genau wie bei dem großen Aquarium da drüben. Einfach die Holzplatten mit Magneten festgemacht. Das funktioniert super gut. Ja, so sieht das Becken aus. Läuft. Ist mittlerweile auch so gut wie eingefahren. Ich habe noch relativ viele grüne Belege auf dem Riff und ich habe an der einen oder anderen Stelle so ein paar Cyanus, das war aber viel schlimmer. Bis ich aber die Ursache rausgefunden habe, hat es ein paar Tage gedauert, dann musste ich noch was bestellen, dann ging nochmal 2 Tage, bis ich es dann beheben konnte. Aber jetzt ist es mit den Cyanus, wird es jetzt von Tag zu Tag besser. Ja, und so sieht es aus. Ich bin erstmal ganz zufrieden. Als Fische haben wir 2 Anemonenfische. Hier vorne ist eine Goldkopfgrundel, die kümmert sich so ein bisschen um Kies, aber eigentlich macht die den ganzen Tag nur Dreck. Ich schmeiße sie überall in die Korallen, die ganzen Steine rein, aber ja, wie es dann halt bei einer Grundel ist. Was haben wir noch? Hier oben haben wir noch so einen kleinen Riffbarsch. Hier unten ist noch ein Zwergkaiser. Hier ist noch ein Zwergkaiser. Und hier ist noch ein Mandarin-Leierfisch. Den habe ich heute aus einer Auflösung geholt. Genau, ansonsten habe ich da hinten, ich weiß nicht genau, ob man es sieht, da hinten ist noch ein Blendi. Den habe ich seit gestern, der hat aber nicht so richtig Bock. Den habe ich mit dem Kaiser zusammengeholt und seitdem ist er da hinten in der Ecke. Ich dachte, dem geht es schlecht. Wenn man mit der Hand hingeht, dann schwimmt er auch 2-3 Bahnen durchs Aquarium und dann legt er sich da wieder hin. Ja, da hoffe ich, dass er das irgendwie, dass sich das die nächsten Tage bessert. Und da oben sind noch 2, ja, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Und so bin ich mit dem Besatz erstmal zufrieden. Die Grundel muss ich mal gucken, wie groß die wirklich wird. Aber ja, ich würde mal behaupten, dass das nicht lange bei der Größe bleibt, sondern dass ich dann wahrscheinlich, wenn ich ein paar Korallen mehr habe und die Korallen dann richtig wachsen, dass ich dann aus dem Becken oder auf jeden Fall aus dem Unterschrank in der Größe da hinten vielleicht ein Meerwasserbecken mache. Ja, so bin ich ganz zufrieden. Hier oben habe ich 2, ich hoffe, man sieht das, 2 Anemonen. Daneben ist eine Zoanthus, die ist jetzt 2-mal runtergefallen, weil die ist nicht angeklebt und dann ist da ein Einsiedlerkrebs drunter und hat sie dann runtergeschmissen.
Und die hat auch so ein bisschen gelitten unter den Cyanus. Daneben ist eine Bartkoralle, die ist richtig gut. Die hat hinten auch noch zwei Köpfe, also die ist riesig geworden. Die habe ich mit zwei Köpfen, ne, mit drei kleinen Köpfen gekauft. Die ist richtig, die wächst richtig, richtig gut. Daneben eine Senia. Ja, ich weiß, man soll die nicht ins Riff stellen. Ich habe sie jetzt die Tage erstmal dahingestellt. Eigentlich war der Stein hier vorne, der einzelne, für die Senia vorgesehen. Aber da warte ich jetzt, dass die Cyanus da runter gehen und dann setze ich die wieder hier rüber. Hier unten ist noch ein Affenhaar. Das habe ich gestern erstmal befreit von den ganzen Kies, was die Grundel da immer reinschmeißt. Genau, dann habe ich hier noch eine Koralle vom Bekannten. Da weiß ich nicht genau, was das ist. Die wächst auf jeden Fall auch wie verrückt. Und vom Arbeitskollegen habe ich hier vorne noch die Grüne, die da im Riff sitzt. Da wussten wir auch nicht genau, was das ist. Ja, jetzt ist sie drin. Mal gucken, was daraus wird. Ja, viel mehr Korallen gibt es nicht. Mit der Strömung bin ich mir noch nicht so 100% sicher, wie ich das machen soll. Aber ansonsten bin ich damit erstmal richtig zufrieden. Einlaufphase vom Becken war eigentlich richtig gut. Wasser war 2-3 Tage trüb, dann wurde es langsam klar. Dann hatte ich so ein paar Belege. Dann lief das so eine Woche. Dann kamen ganz, ganz paar Cyanus. Die waren dann aber auch nur, weiß ich nicht, 5-6 Tage waren die Cyanus da. Ich hatte dann sofort von Plankton Plus dieses Phyto Red mit reingekippt. Dann waren die Cyanus relativ schnell weg. Ja, und dann blieb das auch eigentlich erstmal so. Klar, diese grünen Aufwüchse da überall auf dem Riff, die hatte ich die ganze Zeit. Und dann irgendwann jetzt vor einer Woche kam ich morgens hier hin und dann war das halbe Becken voll mit Cyanus. Dann dachte ich, was ist das denn? Ich hatte aber auch keine Kühlung am Aquarium, es war dann teilweise 27 Grad da drin. Dann habe ich mir schnell diesen Lüfter oben, da oben in der Ecke, den Lüfter gekauft. Der bringt auch richtig was, der ist zwar relativ laut, weil da vier Ventilatoren drin sind, aber das bringt schon gut was. Ich dachte erst, mit dem Cyanus hat was mit Temperatur zu tun, war wahrscheinlich auch zum kleinen Teil so. Und ja, habe ich Wassertests gemacht, Wassertests soweit erstmal in Ordnung und dann konnte ich mir das überhaupt nicht erklären, warum so viele Cyanus auf einmal kommen. Dann dachte ich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hatte ich bei der Einlaufphase ein bisschen Glück, dass da so wenig waren, das kommt erst im Nachhinein. Konnte es mir nicht so richtig erklären und dann irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, ach du Scheiße, vielleicht könnte das an meinem Harzfilter liegen von einer Osmoseanlage. Als Harzfilter habe ich mir von Aquamedic eingekauft mit so einer Indikatorfarbe da drin, sprich wenn das Harz aufgebraucht ist, wird es grün. Ja. Und dann habe ich mir das angeguckt und natürlich war der Harzfilter aufgebraucht und so habe ich mir die ganzen Cyanus hier reingeholt, wie verrückt. Den habe ich dann bestellt, das dauerte dann 2 Tage, bis das da war, habe das getauscht und jetzt hatte ich dann vorgestern einmal einen riesengroßen Wasserwechsel gemacht, habe die Cyanus, soweit es geht, abgesaugt und ja, das hat auf jeden Fall richtig was gebracht, das war auf jeden Fall die Ursache für die Cyanus und jetzt wird es von Tag zu Tag weniger. Wie gesagt, das, was ich abgesaugt habe, ist weg und dann wird es jetzt auf jeden Fall nicht mehr, sondern man sieht, dass es von Tag zu Tag ein bisschen weniger wird. Ja, Anfängerfehler, da muss ich dann auf jeden Fall jetzt immer darauf achten, dass ich den Harzfilter regelmäßig, dass ich das Harz darin tausche, damit mir das nicht nochmal passiert, weil Gott sei Dank hatte ich keine Verluste. Da oben die Zoanthus, die war komplett zu. Mit Cyanus, die habe ich dann 2-3 Mal runtergenommen, habe die dann vor der Strömungspumpe gehalten, die Cyanus darunter gemacht, aber Gott sei Dank habe ich keine Verluste gehabt, die Korallen haben alle überlebt und finde ich auch, dass sie alle sehr gut aussehen. Ja, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Wie gesagt, kleines Update. Leider habe ich 2 Videos gelöscht, da habe ich mich auch richtig geärgert. Da wusste ich auch nicht so wirklich, was ich dann als nächstes Video machen soll. Weil ich finde gerade, wenn man ein Meerwasser-Aquarium startet, ist es eigentlich schön, wenn die Kamera dabei läuft. Auch das Riff, wie ich das verklebt habe und. Das, wie gesagt, das war alles mit auf der SD-Karte. Dann habe ich bei mir am Snackautomat habe ich dann eine neue Kamera aufgegangen, weil die alte nicht mehr aufgenommen hat oder nicht mehr, die Aufnahmen nicht mehr gespeichert hat. Ja, habe mir eine neue Kamera gekauft. Die SD-Karte, die dabei war, war zu langsam, dass die Aufnahmen nicht vernünftig
wiedergegeben wurden, oder ich, das war meine Vermutung, dann habe ich die von der Kamera reingemacht, ja, und dann wurde die SD-Karte formatiert und dann so waren die ganzen Daten weg, aber ein Positives hat es, es lag an der SD-Karte, ich habe dann eine neue gekauft, habe jetzt im Automaten eine vernünftige SD-Karte und ja, auch das wird mir, glaube ich, nicht nochmal passieren, dass ich einfach die SD-Karte aus der Kamera irgendwo anders reinstecke, sondern die bleibt in der Kamera und dann gehen mir auch keine Aufnahmen mehr verloren. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Im nächsten Video können wir dann mal über Technik sprechen. Da habe ich mich auch ganz schön erschrocken, was dann da... Ich wusste so grob, was ich brauche, aber dann sowas wie Ventilator und, was man dann immer alles noch so zwischendurch braucht. Ja, da können wir dann aber gerne im nächsten Video drüber sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal und ansonsten würde ich sagen, bis die Tage und tschüss.